Hallo Freunde, da sind wir zurück im nächsten Teil und ja, ich habe mir im letzten Teil schon gefragt, warum ich es nicht gemacht habe, aber die Karte, die wir bekommen haben, warum haben wir uns die nicht mal angeguckt? Dieser Dschungel ist echt laut. Oh wei. Oh wei. Dark Ninja Dave. Okay. Hat's irgendwie was von Pokémon? Naja, okay, das scheint wohl nicht so. Was ist, haben wir hier? Das ist Pink Pyjama Pierre, einer der Porzellan-Power-Piraten-Actionfiguren von Doro. Okay, lass mal das. Ja, ach nein, ich muss doch hier mit. Gehen wir mal weiter. Oder sind wir von hier. Was ist das? Ich wünschte, ich wäre der mächtigste Pirat aller Zeiten. Was? Was ist los? Ein Zauberbrunnen. Ich wünschte, ich wäre der mächtigste Pirat. Ah. Schade. Was? Was ist los? Ach, Manu. Wie geil. Okay. Wo geht's hier lang? Ein Wunschbrunnen. Bomben? Sind das Bomben? Smile and Stance Minibomben für junge Damen. Die tatsächlich? Großer Minibomben in einer kleineren Packung für zarte Piratenhände. Ich sollte lieber alle nehmen. Wie geil. Der sackt direkt alles wieder ein. Was sind wir hier? Ah, jetzt bin ich schon wieder bei diesem komischen Teil. Sonderbar. Egal. Jetzt gehe ich aber da mal nach hinten. Wo geht's hier lang? Jetzt komme ich hier zu diesem Brunnen wieder. Das ist aber sehr verzwickt hier. Jetzt gehen wir mal nach unten. Ah, jetzt komme ich zu ihm wieder, okay. Jetzt gehen wir hier mal nach links. Was haben wir da? Ich frage mich, was für schreckliche Opferriten auf diesem antiken Altar abgehalten wurden. Schmeckt wie Hähnchen. Oh Gott. Ich frage mich, was. Nein. Naja, schmeckt wie Hähnchen. Schmeckt wie Hähnchen. Okay, wo geht's hier weiter? Hä? Noch so ein Ding. Sonderbar. Ja, das ist ja aber wirklich sonderbar. Das müssen diese Klippen sein, wovon der Typ mir eben erzählt hat. Da geht's nicht weiter. Da. Hä? Geht's auch nicht weiter? Nein. Gut, dann kann man noch hier lang gehen. Ach, da kommen wir wieder zurück. Okay. Tja. Jetzt sind wir hier wieder. Beim netten Puppenspieler. Tja, dann. Ob es vielleicht irgendwas nochmal in der Stadt gibt? Na, geh doch mal da rein. Ach, schau an. Flotsam Island. Dschungeleingang. Strand, Dock. Und woanders kommen wir jetzt hier nicht. Gruselige Hütte. Gehen wir mal dahin. Wie er rennt. Ach, jetzt sind wir hier wieder. Das ist diese gruselige Hütte. Das ist merkwürdig. Haben nicht die meisten Wetterfahnen vier Windrichtungen? Allerdings. Nee, das hat dann wohl keinen Sinn. Ach, schaut mal an, da ist auch noch so ein Teil. Okay. Geh mal. Das Getapsel, ey. Von emsigen Piratenfüßen. So. Abkürzung. Eine Abkürzung. Tja, nur wofür? Club 41, denke ich mal, kommen wir auch nicht mehr rein. Versuchen wir es mal.
Ja, das dachte ich mir. Ach, Manno. Was haben wir hier? Da haben wir die Tin. Moment mal. Wenn wir... Moment. Der ist doch... Ich habe so eine Ahnung. Das ist Pink Pyjama Pierre, einer der Porzellan-Power-Piraten-Actionfiguren von Doro. Moment mal. Der ist doch schwarz. Wenn wir den... Oh, Pink Pyjama Pierre, du hast meine Pläne ein letztes Mal durchkreuzt. Bereite dich darauf vor, in der tiefschwarzen See vor deinen Herrn zu treten. Nein! Sacre bleu! Ist das das Fahr von Pink Pyjama Pierre? Glück. Da ist doch was dran. Schwarz macht wirklich schlanker. Wie geil! Ich hab sogar richtig. Das ist ja geil. Pink Pyjama Pierre sieht im rabenschwarzen Pyjama etwas bedrohlicher aus, aber er sollte schon noch ein wenig besser ausgestattet werden. So, und was ist, wenn ich dem jetzt dem... Hallo, Guybrush. Achso. Was ist, wenn ich dem dann jetzt gebe? Da bin ich ja jetzt mal gespannt. So, Dschungeleingang. Da bin ich da eben hingekommen. So, genau. Na komm schon, Guybrush. Beweg dich. Normalerweise gebe ich nicht mit meiner Beute vor Leuten an, von denen ich sie gestohlen habe. Och nö. Jetzt habe ich gedacht, ich hätte was gerissen, aber es sieht wohl nicht danach aus. Tja, Freunde, ich weiß es nicht. Ich denke mal, ich werde hier Schluss machen, weil ich weiß jetzt überhaupt nicht mal, wie es weitergeht. Ich werde hier mal Schluss machen, werde hier mal ein bisschen ausprobieren und ja, dann würde ich vorschlagen, sehen wir uns gleich nochmal wieder. Also bis gleich. Hallo Freunde, da sind wir wieder und ich bin ein klitzekleines bisschen weitergekommen, denn ich habe mich nochmal für diesen Wunschbrunnen interessiert und ja, das war gar nicht so verkehrt, denn... Wenn wir diese Karte, diese Doros Schatzkarte... Dieser Dschungel ist echt laut. Hier haben wir überall Tier oder Tiere drauf. Schwein, Affe, Bienen, Affe, Schwein, Biene, Vogel, Schatz. Und hier am Anfang, wenn er mal drauf schaut, Karte in den Brunnen schmeißen. Und dann diesen Tieren folgen. Und das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, aber diese Tiere, also die Laute von den Tieren, hören wir im Hintergrund. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, die Karte jetzt da einfach mal reinzuschmeißen. Ja, jetzt hat die Karte... Ach, die Karte kurz gebebt. Der Boden kurz gebebt. Und jetzt müssen wir im Prinzip einfach nur den Tierlauten folgen. So, und... Das müsste... Ja. Jetzt ist die Frage. Das, glaube ich, war das Verkehrte. Was haben wir hier? Hier ist nämlich der Affe. Hier. Sind die Bienen? Hey, Moment mal. Kann das sein, dass ich mich jetzt verlaufen habe? Was haben wir denn hier? Vögel. Nee, Bienen. Hm, sonderbar. Ja, immer noch sonderbar. So, hier wieder. Ah. Aber ich meine... Das ist wohl... Dann gehe ich jetzt mal nach oben. Da. Hört das? Das müsste ja dann eigentlich der richtige Weg sein. Was? Jetzt kommen wir hier... Hä?
Ach, jetzt sind wir wieder bei der Hütte. Oh wei, Freunde, das wird lustig. Das wird lustig. Das war wohl doch nicht der Richtige. Jetzt sind wir wieder hier. Das ist aber ein Dschungel zum Verlaufen, kann das sein? Jetzt sind wir wieder beim Brunnen. Nein. Das war zuerst das Schwein. Genau, zuerst das Schwein. Dann der Affe. Biene. Affe. Schwein. Biene. Vogel. Muss ich den... Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Die nochmal da reinschmeißen? Sind wir hier wieder? Jetzt sind wir hier wieder? Meine Güte. Das ist jedes Mal woanders. So, jetzt aber. Denn die Karte habe ich doch. Ja. Und nü? Oh, Affendreck. Hä? Soll das heißen, dass wir jetzt falsch sind, oder was? Affendreck, wieso hat der Affendreck gesagt? Meine Güte, können wir wieder zurück zu dem Brunnen kommen? Nein, ich will zurück zum Brunnen! So, jetzt aber. Muss ich, wenn ich das Falsche habe, jedes Mal dann wieder neu die Karte da reinschmeißen? Wohin bin ich jetzt gegangen? Ich bin nach Brunnen. Jetzt gehen wir mal hier lang. Das sieht vielversprechend aus. Ah! Also er sagt es uns jedes Mal, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Okay. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch richtig, wo ich hier lang gehe. Nein. Ah, oh, verflixt. Ah. So gut. Okay, Freunde, jetzt bin ich dahinter gestiegen. Der sagt es uns und wir beginnen dann auch jedes Mal hier wieder. Ja, Freunde, dann würde ich vorschlagen, mache ich jetzt hier Schluss. Die Zeit ist erreicht. Wir sehen uns im nächsten Teil. Dann hoffe ich mit dem freudigen Ergebnis dieser Schatzsuche. Also bis dahin, NRW 18. Adieu.